Hallo Leute und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Space Astronomies. Neben mir ist der Commander. Grüßt euch. Grüß dich. Ja. Heute nochmal ohne Facecam. Immer noch dieselbe Aufnahmesession. Und wir haben das große Rätsel mit den Inscriber gelöst. Und zwar bei der anderen Quest bei Creating the ME. System, meine Güte. Muss man einen Energy Acceptor bauen. Und den muss man dann einen Energieproduzent bzw. hier ein Kabel dranlegen. Erst dann bekommt der Advanced Inscriber Energie. Also das haben wir jetzt auch mal endlich gelöst und können jetzt getrost weitermachen. So, ich habe unsere kleine Trophäenwand ein wenig umgebaut, ne? So. Gut, da würde ich doch mal sagen, mache ich mal weiter bei der Quest mit dem ME-System. Ja, ich habe ja schon einiges da gemacht und habe, ME-Drive brauchen wir. Nein. Lass ihn bloß nicht explodieren. Zu spät. Einen habe ich geblockt, den anderen habe ich hochgejagt. Hast du noch Kabel? Die ME-Kabel? ME-Kabel habe ich keine. Okay. Dann brauchen wir... Ich würde sagen, Netherquartz Pulverizen. Oh, hier draußen sind noch mehr Creeper und eine Hexe, die mich erwischt hat. Jetzt kommt hier so ein Baby-Zombie auch noch angerannt. Ich will doch nur spielen mit dir. Die wollen alle nur spielen und ich bin schon wieder tot. Wow. Also das mit dem Überleben müssen wir noch lernen. Ja, mein Problem ist, ich gehe immer raus und habe gleich alle fünf Monster am Podex kleben, wie man so schön in freundlicherweise ausdrückt. Oh. Braucht man unbedingt zwei verschiedene? Aber hier draußen liegt ein Blaze Rod, den will ich haben. Gönn dir. Komm, Creeper, geh hoch, wenn ich dich brauche, wenn ich es mal brauche. Da will man... Creeper, gehst du jetzt mal hoch? Ja. Da will man einmal, dass der Creeper hochgeht. Und der will das einfach nicht. Ja. Und die Hexe hinter mir hätte mir auch noch... Hat mir dann noch den Rest gegeben. Ach komm, wir machen nochmal... Kabel. So. ME Drive is ready. Geld okay. Nur noch der ME Terminal. Das werden wir auch direkt mal weiter upgraden. Richtung Crafting Terminal. Dann können wir auch direkt von dem E-System aus craften. So, aber erstmal hier ein bisschen Inventar leeren. Es ist einfach wieder rappelvoll. Oh. Ich hab's heute. Ich hab's alle hinter mir und vor mir und neben mir und denkst du bist in Sicherheit? Kommt von hinten eine Hexe an. Jo, normal. Oder wie jetzt wieder dieser Baby. Ach, warte, ich helf dir mal. Ohne Rüstung ist das richtig schwer. Komm her, tot. Wow. Er hat eine Sache mitgenommen. Hm? Er hat eine olle Sache in die Luft gejagt. Was denn? Unser ollen Ständer hier. Wer ist das? Den Post. Post. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Okay, dann sind die Kabel ja weg. Ja. Kann ich aber leicht daran setzen. Ja, okay. Kannst du uns mal kurz helfen kommen? Ich habe hier zwei Zombies mit goldener Rüstung. Spielen. Ja. Da bist du. Ey, komm her.
Dieser kleine Zombie, der war richtig gemein. Hab ich einen neuen Hut bekommen? Nein, nein. Och, geil. Was zur Hölle ist das? Du siehst jetzt aus wie ein Raumschiff auf dem Kopf. Scheiße, ich kann das nicht sehen. Mach mal F5 von hinten. Ich sehe nur den Hinterteil, wenn nicht. Ach, Mann, oh Mann, Mann. So. Das Problem ist, er hat nicht nur den Post mitgenommen, dadurch sind auch die zwei Kabel weg. Wir kriegen keinen Strom mehr durch die Windmühlen. Ich habe die da gerade eingesammelt. Braucht noch mal kurz Erde, um das bisschen gerade zu heben. Und dann platziere ich das wieder rein. Eine Trophäe. Oh, hier dann. Dum. Super. Da. Ja, hier. Ah, mir fehlt der Hammer. Wo ist der Hammer? Da ist er. Warte mal, wie war denn das noch? Da und da, genau. Wobei, der stand doch wesentlich höher, oder nicht? Ich weiß es nicht. Nee, der stand weiter hier drüben, der stand hier. Der stand fast mittig zwischen den beiden Türmen. Und dann musst du nämlich von außen mit Leiter... Ach nee, du kannst ja fliegen. Ja. So. So, einmal. Ja, man muss das auch erstmal reinplatzieren. Genau. So, so. Und jetzt von da nach vorne und mit dem anderen nach hinten. Genau, so, ja. Perfekt. So, jetzt kriegen wir wieder Windmühlenstrom. Ja. Ich sag doch, Ökostrom zahlt sich irgendwann aus. Richtig. Solltest allerdings aufpassen, wir haben einen Zombie im Haus. Doch, Leute. Pass auf, hinter dir ist ein Zombie. What? Das mit dem Zombie-Kopf habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Oh Gott. Oh cool. Willst du mal aussehen wie ich? Bitteschön. Warte, wo ist er? Da. Hier. Kannst aussehen wie ich. Hat man erstmal Loot raus. Oder? Ach, kommt das hier. Oh Mann. Oh. Danke. Okay, jetzt haben wir eine neue Trophäe. Ja, ist. Och nee, jetzt ärgert er mich hier schon wieder. So, da kommen dann hier in die Glaswand, kommen dann noch die zwei Enderman-Köpfe, die kommen richtig gut zur Geltung. So. Das sieht doch gut aus. So. So, ich gehe mal in den
Planter unten wieder versorgen. Ich glaube, der hat nämlich gleich keinen Vorrat mehr. Ja. Weil so viel haben wir da oben auch noch nicht weggenommen. Okay, ich brauche zwei. Was? Achso. So. Da brauche ich, glaube ich, zwei Stück davon. Das hier. Charge. Zertus Quarz. Quarz hast du nicht, oder? Nein, die habe ich gerade alle verbraucht. Schade. Zumindest die Charged. Ich habe noch normale Zetus Quads, die kann ich dir noch eben chargen, wenn du das willst. Ich bräuchte nur einen einzigen. Einen einzigen. Dup, 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 dup. Bitteschön. So, das haben wir jetzt auch. Jetzt kommt das. Ups. Hier. Crafting Terminal, okay. Ich brauche Quarzglas. Ja, warte. Glowstone, Redstone, Iron. Warte mal, das Quarzglas, das war. Nee, Quatsch. Glas und. Warte. Was ist das denn? Ich bräuchte noch ein. Bräuchte noch ein paar Quarzkristalle, dann kann ich dir das Quarzglas machen, weil ich brauche 5 Stück, glaube ich, für ein Glas. Ne, für 4 Glas brauche ich 5 Dings. Das heißt, ich brauche noch 3 Quarzkristalle, die müssen wir pulverisen. 3 Stück. Netherquarz oder? Nein, nein, die normalen. Wobei, ich glaube, wir können auch Netherquarz nehmen für das Quarzglas. Warte mal eben. Quarzglas. Kann man nicht nur daraus machen? Nee, wir können auch mal Netherquarz nehmen, ja. Sehe ich auch gerade. Ich habe gerade aber Zertus Quarz genommen und ich glaube, wir können sie aber nicht mischen. Doch, kann man. Sonst wird es ja nicht wild durcheinander laufen, die ganze Zeit. Ich weiß gerade nicht, wo wir. Ach, das wollte ich suchen, genau. So, das habe ich. So, ich mache dir eben Quarzglas, ne? Wäre nett. Wie viel brauchst du davon? 3 Stück. Da liegen 4. Anders kann ich sie nicht machen. Jo. So. 3 Stück davon. Einmal so. Und wie wird das denn gemacht? Calculation Processor. Pur Zertus Quarz Crystal. Sieht. Ah, shit. Okay, das muss doch noch mal kurz warten. Gut, die nächste Quest ist fertig. Ja, super. Hast du jetzt ME-System? Theoretisch, ja. Wir könnten das vielleicht hier ran platzieren. Ja, dann häng mal dran eben. Das wird ja sowieso alles umgebaut und kommt dann nach unten. Brauchen wir jetzt wirklich die Kabel dafür? Achso, ja. Drive.
hier ran. Das kann man, glaube ich, hier ran platzieren. Gut. Es klappt. Ja, eine Festplatte ist drin. Es können noch Hunderttausende weiterkommen. Weitere. Ja, genau. Also ich würde sagen, wir müssten da jetzt eigentlich mal ein paar vollere reinpacken. Also ein paar mehr reinpacken. Aber naja. So. Hat es Aufnahme gestoppt? Hat es schon Aufnahme gestoppt? Nee, die läuft noch. Läuft doch. Ich denke schon gerade, ich denke so, hä? Wieso, wo bin ich denn jetzt gerade? Ah, so sieht das Terminal jetzt aus. Okay. Ja, damals war das ganze Terminal noch ganz anders. Das war ein ganzer Block. Jetzt kannst du das ja schön, ey, das kannst du ja richtig in der Wand verstecken, ne? Theoretisch ja. Aber in Wenn einem in... Block kann ich mich gar nicht daran erinnern. Also damals, als ich in der Version, oh, das ist noch FTB Ultimate. FTB Ultimate, die ganz früher, die Version davon, da ist das noch ein ganzer Block, das ist ungefähr so groß wie das Drive unten. Und da gab es dann das mobile System, da konntest du dann das Ganze machen. Okay. Nicht schlecht. Wir brauchen noch viel mehr Quarzglas. Noch mehr? So, Da wir guck mal können. hier rechts neben dir in das Ding hier rein. Passt. Passt sogar genau. Bitte schön, dass ich mitgedacht habe. Sehr gut gemacht. Danke dir. So. Das fehlt uns noch. Egal. Ich brauche immer ein bisschen Iron. So. Drei Stück. Schild. Es fehlt tatsächlich noch ein Quarzglas. Ach, wie unpassend ist das denn? Ja, warte. Das ist ganz schnell geregelt. Wenn ich jetzt irgendwo noch Glas finde oder Quarz finde. So. Ach, warte mal. Ich habe gesagt, warte mal, wie habe ich denn? Ich habe, Geht glaube das? ich, zwei Certus Quarz, fünf brauche ich noch, drei, eins, zwei, drei. So. Einmal hier nehmen. Ach nee, geht ja gar nicht. Haha. Ich muss eine Kleinigkeit hier aufbauen. Wie mache ich das am besten? Oh, ich habe noch sechs Quarzglas im Gesamten, merke ich gerade mal. Wo bist du? Bleibst du mal stehen. Nice. Dann kann ich ja den letzten leider nicht machen. Mist. Wieso? Mir fehlen vier von den Flux Crystal. Ich baue so lange hier was auf. Hast du nicht hier hinten schon welche? Hatte ich nicht. Hatten wir nicht 19 Stück hier hinten drin? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, ich sehe gerade, wir haben drei Saphir, ne? So viel? Ach Hm. so, ja. Wie war das denn jetzt nochmal? Redstone? Lapis? Warte, ich sag dir jetzt genau. Charge Zertus Quarz. Ach, Nether Schatz, Quarz. das ist was. Nether Quarz? Okay, warte. Und Redstone. Das Problem ist, wir haben keinen Zertusquarz mehr. Zumindest finde ich gerade keinen mehr, glaube ich. Zertus Quarz, doch haben wir. Hier ist noch einer in der unteren Kiste. Sogar drei Stück. Okay, das sind vier. Ich brauche. Aus einem kriegt man zwei Stück raus. Also von jedem einen kriegt man zwei Stück raus. Das heißt, ich kriege jetzt acht Stück hier raus.
ich glaube ja. Mist. Oh, ich brauche mehr Kabel, 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 Kabel. Und ich brauche Kohle, mehr Kohle. Okay, wir brauchen noch ein paar mehr. Ich brauche noch ein paar Kabeln. Ach, Menno. Okay, ich mach mal. Die ganze Anlage mit dem Minechem und alles, die könnten wir mal auch irgendwie hier anschließen. Was hast du denn jetzt hier gebaut? Wirst du gleich sehen, warum. Es hat einen guten Grund. Brauche ich hier aber jetzt nicht zu viel auf. Wir wollten das eigentlich nach unten legen, ne? Ja, es wird nur für eine cool, ja, für eine kleine Quest benötigt. Werden wir, glaube ich, auch nur einmal erstmal benutzen. Beziehungsweise So, gebrauchen. wie war das jetzt? Also ein Redstone, ein Nether Quarz und ein Loaded. Genau. Okay. Ein Boah, davon. ich glaube, ich kann langsam nicht Ein mehr reden, ey. davon. Und ein davon. So. Perfekt. Ein Ding. So, dann habe ich jetzt 8 Flux Crystals. Bitteschön. Danke. So, jetzt auch nochmal hier schnell fertig machen. So, noch ein paar Käbelchen. Ja. So. Das kommt. Ups. So. Dann einmal hier rum. Und ich brauche noch mal ein Bucket Wasser. Okay, hier fehlt noch ein Kabel, glaube ich. Habe ich erstmal absichtlich ausgenommen, weil sonst wird er die ganze Zeit Strom daraus nehmen. Ach, okay. Wir brauchen ein bisschen Strom. Also verbrauchen ein bisschen. So. So wäre es im Prinzip gewesen. Ich nehme das wieder raus. Wenn du ein Questbuch einmal kurz reingucken würdest. Ja, wenn ich das jetzt finde, da ist es. Bei Creating Materials Faster. Ja. Da sind ja zwei Seeds drinne. Ja. Diese Seeds muss man aus diesen Charged, beziehungsweise ich glaube, doch ich glaube von Charged Zertusquarz bisschen zurückcraften, damit man diese Seeds hat. Und die muss man in so ein Wasser, ja, in so ein kleinen Becken reinwerfen. Und Ja. normalerweise brauchen die, glaube ich, so um die 3, 4 Stunden oder vielleicht 5 Stunden, bis sie ausgereift sind. Und diese Ja. Maschinen, die ich hier platziert habe, verschnellern das einfach nur. Okay. Also statt diese 5, 6 Stunden, da braucht das nur noch, keine Ahnung, so 10 Minuten oder so. Oh, das ist natürlich sehr schön. Gut, wir haben die Apparatur hier fertig. Ja. Leute, danke, dass ihr zugeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part bei Commander einschalten würdet. Hier bei Space Astronomies. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.